dass ein guter Ball alles bieten muss. Also erstens mal gute Musik, dass die Kapelle stimmt und ja, die Geselligkeit, nette Leute. Gut zu essen, gut zu trinken und gute Stimmung. Gute Musik, gutes Ambiente und gutes Essen. Stimmung. Tolle Stimmung. Gute Tanzmusik. Ja, gute Kapelle und das ist der Erich Erber. Mit dem Erich Erber Show Orchester auf der Bühne war dem Mühlacker ADAC-Ball am Samstagabend der Erfolg auch in der 45. Auflage schon fast sicher. Und das, obwohl große Bälle heutzutage eher selten geworden sind. Ja, ich halte Bälle schon noch für zeitgemäß, aber es ist etwas, was uns auch etwas drückt, dass wir inzwischen der einzige Ball in Mühlacker sind. Wir hätten gerne noch ein paar Partnerbälle im Frühjahr und im Herbst. Dass der ADAC-Ball nach wie vor die Tanzbegeisterten anlockt, auch in diesem Jahr waren es wieder über 300, das schreiben die Organisatoren vor allem ihrem Konzept zu. Das Konzept ist die Werbung, die persönliche Werbung. Wir telefonieren im Vorfeld mit zahlreichen Ballgästen und liefern ihnen im Grunde passiv die Ballkarten zu, sodass sie nicht aktiv im Vorverkauf die Karten holen müssen. Während die Unermüdlichen unter den Ballbesuchern selbst im Foyer das Tanzbein schwangen, gab es in der Bar Gelegenheit für Gespräche abseits der Tanzfläche. Als Barkeeper war, wie bereits seit Jahren, wieder die Jugendgruppe des Motorsportclubs Mühlacker angetreten. Die besserte durch den Getränkeverkauf ihre Jugendkasse auf. Eine Frage, die auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Ballgäste bewegte, war die nach der Zukunft des ADAC-Balls. Was passiert mit der Tanzveranstaltung, wenn der Abrissbeschluss für den Mühlehof umgesetzt wird? Dann müssen wir mal schauen, was wir machen. Also es wäre schade, wenn der ADAC-Ball sterben würde, aber wir sind uns durchaus bewusst, dass wenn wir einmal aufhören, dass er dann die Reanimation des ADAC-Balls sehr, sehr schwierig wird. Wo der ADAC-Ball dann stattfinden soll, das wissen die Veranstalter noch nicht. Nur eines ist sicher, der Uhlandbau ist ihnen für ihren Ball zu klein.